Löse die folgende Gleichung in der Menge C. Z hoch 4 plus das Modul von Z gleich 0. Wenn wir die Zahl Z gleich R sis Phi stellen, so ist das Modul der Zahl Z gleich zu dieser reellen Zahl R. Und die Gleichung wird zu R sis Phi hoch 4 plus R gleich 0. Dieses R sis Phi hoch 4 wird zu R hoch 4 mal sis Phi hoch 4. Und dieses sis Phi hoch 4 kann durch die Formel von de Moivre umgeschrieben werden in sis von 4 Phi. Der Exponent 4 ist also runtergerutscht. In dieser Gleichung können wir R ausklammern und das führt zu diesem Nullprodukt. Also haben wir zwei Fälle. Entweder der erste Faktor ist 0 oder der zweite Faktor ist 0. Im ersten Fall ist R gleich 0. Die einzige komplexe Zahl, die als Modul 0 hat, das ist die 0. Daher diese erste Lösung, die wir sofort in die komplexe Ebene einzeichnen, z1 gleich 0. Jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Wir setzen die Zahl plus 1 rechts rüber, dort wird sie zu minus 1 und minus 1, das ist 1 mal sis von Pi. Somit erhalten wir diese Gleichung, aus der wir sofort schließen können, dass R gleich 1 ist. Hier steht R hoch 3 gleich 1 hoch 3. Die einzige Möglichkeit, die wir also haben, ist, dass R gleich 1 ist. Und sis von 4 Phi ist gleich zu sis Phi. Daraus schließen wir, dass 4 Phi gleich ist zu Pi plus 2k Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl darstellt. Jetzt teilen wir noch durch 4 und erhalten so r gleich 1 und phi gleich pi Viertel plus k pi halbe, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. R gleich 1 bedeutet, dass alle Lösungen, die wir jetzt finden werden, sich auf diesem Einheitskreis der komplexen Ebene befinden müssen. Wenn wir für k 0 nehmen, so erhalten wir phi gleich pi Viertel. Also ist da eine Lösung. Wenn wir k um 1 erhöhen, so wird der Winkel pi halbe addiert, das heißt von da aus plus pi halbe, dann sind wir da. Jetzt nehmen wir k noch um 1 größer, also plus pi halbe, dann wieder plus pi halbe, plus pi halbe und so weiter. Die Lösungen befinden sich also da, da, da und da. Da dieser Winkel gleich pi Viertel ist, muss dieser Punkt die Zahl Quadratwurzel von 2 halbe plus Quadratwurzel von 2 halbe mal i darstellen. Also diese Lösung z2 ist gleich zu dieser Zahl. Dieser Punkt stellt die komplexe Zahl minus Wurzel 2 halbe plus Wurzel 2 halbe i dar. Also z3 ist gleich zu dieser komplexen Zahl. Und so finden wir auch z4 und z5. Wir stecken diese fünf Lösungen in eine einzige Menge hinein und diese Menge ist dann die Lösungsmenge. Kurze Bemerkung, man könnte denken, das sei eine Gleichung vierten Grades,
dann müsste sie 4 Lösungen haben und nicht 5. Der Denkfehler ist, das ist keine Gleichung vierten Grades, denn das ist wegen dieser Betragsstriche kein Polynom vierten Grades.